So. Es ist immer noch dämlich mit der Steuerung, aber wir schauen mal. Aber man kann hüpfen, ne? Das ist schon mal. Es gibt genug Spiele, wo man es nicht kann. Was mich persönlich noch viel mehr stört. Aber guck mal, ich schaffe es gerade so da hinzukommen. Aber vor allem, wie die überall Werbung für ihren Würfel machen. Ist das eine Kampagne? Das erinnert jetzt eigentlich mehr an Portal halt. Ja, auch so. Von der Dynamik her und so. Achso, vielleicht sollte ich erst. Was? Ach, das geht von hier hinten? Ja. Ja, natürlich! Du hast doch magische Handschuhe, hallo? Achso, du kannst das natürlich noch höher machen. Ja. Bitte, was? Aber das kannst du auch machen, wenn du da drauf stehst, also geht das. Ja, yeah, natürlich, aber warum? Warum denn nicht? Ich konnte übrigens nicht hoch genug springen. Jetzt muss ich echt drum herumlaufen, toll. Oh ja, schlimm. Ich bin gespannt, ob da irgendwelche versteckten Sachen überhaupt sind. Ich drücke mal F als Reflex, um hier Taschenlampen anzumachen, aber hier ist nichts. Jetzt haben sie bestimmt im zweiten Teil den Plot aufgenommen, den sie im ersten Teil als nicht real aufgefasst haben. Ja, bist du wirklich in einer Experimentieranlage? Aber vor allem dieser riesen Platz, den die dafür brauchen. Das erinnert echt an die Höhlen von Portal 2. Haus der Blätter. Ich weiß nicht, ob es Blätter heißt, aber gut. Werden wir gleich sehen. Ja, ist grün. Another type. Oh, kann man mehr als eins rausholen? Nee, okay. Aber guck mal, es ist mein physisch vorhanden. It's like the structure itself can duplicate and grow. Ach so. Nein, doch. Doch ein rotes, oder? War gerade nur ein bisschen irritiert. Ist auch ein schönes Geräusch. Also wir können uns damit darüber katapultieren, wir können da einen Wolf raus, der hier natürlich nichts bringt, aber den wir vielleicht dahin legen können. Wo wir dann wahrscheinlich über den roten nach da oben kommt und dann können wir dann das da. Das machen wir danach. So. Kannst du einfach alles rot machen, oder? Achso, oh. Ja. Das war. Ja, okay, kannst du nicht so einfach machen. Kurz, habe ich das jetzt überhaupt gemacht mit Rot? Weil ich brauche ich nicht, um es da einzufärben. Das ist nicht das, was wir brauchten. Achso, stimmt. Stopp. Da, wenn ich das jetzt hier ist mache, grüne, bringt das du kommst ja nicht. Da nicht hoch, da brauchst du den grünen Würfel. Ja, natürlich. Aber ich, das machen wir anders. So machen wir das. Okay, oder so, ja. Dankeschön. Ja, sieht besser aus. Natürlich stehe ich auch schon gleich da oben. Okay, ich wollte mich gerade dämlich anstellen. Ah, da würde ich. Da sind. Jetzt fällt mir gerade. Da sind Geheimnisse, ja. Würde Trant, würde ich mal ganz dreist wieder ausrasten, weil die wieder Future-Sechsecke sind. Wabenmuster. Warum würde er dann ausrasten? Warum? Also. Weil es quasi überall in jedem Science-Fiction-Spiel als Zeichen dafür ist, so. Wie krass der Schild ist. Der hat Sechsecke drin, der muss richtig robust sein. Da gibt es einen wunderbaren Runt von Trant. Habe ich gut gefeiert. Okay. So, logischerweise. Aber ich meine, eine Wabenstruktur ist super stabil, so ist es ja nicht. Ja, schon, aber ein Energiefeld wird nicht wabenstrukturgeförmig sein. Es ergibt irgendwie keinen tieferen Sinn.
stabile Struktur. Punkt. Es ist die platzeffizienteste Struktur mit geraden Linien, die wir da haben, außer Würfel. Und Dreieck. Mhm. Falsch. Ja, muss nochmal bauen. Dann. Was habe ich jetzt davon? Ach, vielleicht nehme ich den hier. Brauche ich mich einfach nur hier mit? Könnte ich auch einfach. Ja, doch. Achso, oder so. Ja, gut. Also, nee, das darf ich ja nicht machen. Nein, sehr gut. Also doch besser springen, habe ich gehört. Gib her. Ja, sollten wir vielleicht. Ich kann mich noch nicht daran gewöhnen, dass nur eine Farbe haben kann. Das haben sie hier in dem Teil relativ robust durchgezogen. Mhm. Deshalb bist du nicht auf dem Würfel gelandet. Ja, ich bin unfähig, ich sag dir das. Was hast du jetzt gemacht? Ich guck mich um gerade, nur mal. Das war jetzt nur so ein Blick zurück. Du hörst auch Blick nicht zurück. Ja, stimmt, das ist eine goldene Regel im Survival Horror. Ja. Dreh sie um. Au? Hallo? Siehst du, da ist der Ausgang, da ist hell. Ja, yeah, kann er. Habe ich kein Problem mit. Aber vor allem ein recht großes Portal. Ich weiß nicht, was hier für große Leute durch die Gegend schicken. Nachdem es vorher nur kleine Türen waren. Aber das sind Bäume, ist doch schon mal schön. Mhm. Ist halt ein Baumkubus. Aber wenn ich nicht so langsam wäre, würde das Erkunden auch viel mehr Spaß machen. Ich glaube, ich habe keine Lust. Emma, can you read me? I'm reading you. Are you all right? I've come across an exterior space. The storm has cleared up and, well, there's life here. There's water and plants. That's unexpected. This doesn't look accidental either. The structure of the space, the organization of it, it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he works with plants. You should move on, Millie, before another storm comes. Agreed. Speak soon. Oh, das Fahrzeug kann auch glitzern. Mhm. So sieht er erstmal nicht aus, als wären wir im Weltraum. Legen wir überhaupt. Zumindest ist da hinten Planetenreste. Also die Erde ist auch im Weltraum, könnte ich jetzt kommentieren, aber. Wir sind zumindest nicht weißt, groß im Weltraum. Du weißt, dass ich meine. Mein Gott, da ist eine Atmosphäre offensichtlich. Alter. Guck mal, das spiegelt auch schon den Platz, der ähnlich aussieht wie das, nur von weiter oben. Also eine kaputte Reflexion. Also, auf jeden Fall eine falsche Cube-Map, würde ich mal ganz dreist behaupten. Was lustig ist, weil das Spiel Cube heißt. Ha, falsche Cube-Map. Ha. Also. Dieses Schleichtempo macht mich wahnsinnig. Wie hast du denn das ausgehalten? Ich war damit beschäftigt, die Rätsel zu lösen. Da war mir egal, wie langsam ich laufe. Da waren keine Rätsel bisher. Achso. Ja, du hast doch schon das ganze Spiel durchgespielt bis jetzt. Nein, aber bis jetzt bin ich leicht unterfordert mit dem Laufen zumindest. Also, oh, mal sehen, hab ich den linken Fuß vor den rechten. Oh ja, schon wieder geschafft. Ey. Entschuldigung, ich bin es gewohnt, schneller zu laufen. Oder wenigstens eine Sprint-Taste zu haben. Ich meine, dass die Leute nicht überfordern wollen mit dem Tempo, ist ja nett, aber... Lost in Transmission. Ja, anstatt Translation in Transmission. Ey, guck mal, ich kann mir die Hand reinhalten. Ja. Aber schön, dass sie mich auch Stück für Stück vorbereiten auf meine Aufgabe. Ja. Vor allem benutzen sie übrigens rechte Maustaste. Das steht da auch. Klicke linke Maustaste. Ich verstehe es nicht. Detach Function. Es wirkt wie ein Konsolenprojekt. Warum nur? Recommended action. Place green cube on white panel. Nein, wirklich. Ich soll einen grünen Würfel auf ein weißes Feld packen. Das kam jetzt überraschend, oder? Ja, ist jedes Mal überraschend wieder. Das hätten sie bloß lassen, wa? Ja. Das sah ja cool aus. Die Reflexion war jetzt auch würfelförmig, ist interessant. Quatsch. Hexagonförmig. Okay, also das heißt, das da rausholen, den da Sprung fertig machen, den Stein darauf machen, holen, rübergehen, fertig. Soweit verstehe ich.
Ich wäre nicht drauf gelandet. Jetzt muss ich wieder einspringen. Das ist ja unglaublich. Ja. Na denn? Oh ja, das Tutorial ist dann wieder sagen. Passt ins Gesamtbild rein. Ich komme zumindest von hier aus dann da drauf. Das habe ich schon verstanden. Das heißt, damit? Kann ich bis hier hin? Guck mal. Und dann kann ich damit? Bis dahin. Und dann kann ich damit? Springen. Ah. Nein, kann ich nicht. Das war schon das Grüne. Ja. Aber du kannst halt nicht stoppen. Aber ich kann auf den linken springen. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich. Also, die Sprungmatten sind auch schön. Ich bin immer noch irritiert, es wirkt alles so menschlich. Also im letzten Teil haben wir ja festgestellt, dass es nicht menschlich war, weitestgehend. Mhm. Hier die Technologie ist ja einfach, da hat man auch so Handschuhe, wenn man in so eine riesen Kiste steckt, dann kriegt man neue Fähigkeiten, das ist alles sehr menschlich. Mhm. Nur die Architektur wenigstens. Aber wahrscheinlich ist das Gebäude nachher ihr Husband, also ihr Mann, würde ja passen. Oder von ihm inspiriert. Mal schauen. Ich hoffe, sie haben sich bei der Geschichte was gedacht. Also die Rätsel sind ja auch wieder wichtiger, habe ich gehört. Millie, I've been monitoring your position. Your suit readings show that you've gained quite a bit of altitude. Does that mean I'm nearly at the top? Not quite. These structures, all paths should lead to a central core. If you get there, we can figure out the best way to get you to the peak. How do you know all of this? We trained for a long time, Millie. So what do you think these structures are? Well, we know they have internal machinations and seem to perform tasks with no need for external input. A cybernetic system of sorts, reacting and adapting. The gloves were built to change that, or at least divert its functions temporarily. But what's their purpose? All I know is that we had to stop that vessel from colliding with Earth. The structure you're in, God knows what they're used for. Anyway, let's focus on finding that beacon as soon as possible. Okay, also wieder mal eine ich rasse in die Erde Gefahr. Mhm. Obwohl es nicht so aussah. Na gut, was wir gesehen haben da in dem Garten quasi, ist dann offensichtlich eine Simulation oder was. Ja, oder ist es die Oberfläche von dem Kubus, die zweckdienlich da. Ich weiß wie. Ich kenne das. Also ich weiß die Lösung. Sag an. Jetzt das hier, das da und dann schiebe ich das durch das Ding durch. Achso. Ja, genau. Lass mich mal kurz wenigstens nachdenken. Viel kannst du hier nicht wirklich machen. Außer dir vielleicht einen Würfel darüber schubsen. Hätte ich jetzt gedacht. Dass du den quasi hier hinpackst und das ausfährst, damit du dann da drauf kommst und dann ein Stück einsammelst. Aber das kannst du ja da nicht durch, wie es aussieht. Ja, so weit, so gut. Also, was bleibt übrig? Ich komme da auch nicht durch. Mhm. Musst du auch nicht. Ja, das ist schon klar. Das hier ist eigentlich nur, damit ich dann quasi mit dem Stein, der dann drauf liegt, hier hochkomme. Genau, das ist die Lösung. Mehr muss ich nicht machen. Ja. Warum bin ich jetzt gerade überfordert? Aber keine Sorge, ich kann mich daran erinnern, ich brauchte auch ein bisschen, weil irgendwie, ja, aber nicht ganz so klar. Selbst dich, ja, das soll schon mal so heißen. Also ich würde jetzt ganz anders das machen. Nein. Schön wäre, wenn ich zwei blaue machen könnte, aber kann ich ja nicht. Nicht zur gleichen Zeit, ja. Ja, das stimmt. Weil kann ich. Indirekt, aber nicht zur gleichen Zeit, ja. Das heißt. Yay! Ja, okay. Jetzt hast du das nicht ausgesehen. Ja, ich hatte rumgescrollt. Nix. Ja, ja. Schön. Haben wir mal drüber geredet. Aber das ist so cool, dass du dann erstmal vorsichtig rangeführt wirst, dass du auch alternierend die Sachen machen kannst. Fühlt sich trotzdem irgendwie langsam an, die Steuerung. Weil ich könnte natürlich auch die Zahlen benutzen, aber
Würfel löschen, mittlere Maustaste. Okay. Ah, okay, dann verstehe ich. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss nichts. Ich muss aber jetzt so, als wenn ich mich vorbereite. Entschuldigung. Das war gut. Nein? Widerspreche dem. Warum? Das finde ich irgendwie gemein. Ich meine, man kann den hin und her toggeln, um den Abstand zu gewinnen, aber... Du kannst ja nicht viel... Nein, bleib hier. Hallo, ich wollte was probieren nur. Weil es ja effektiv nicht so wirklich den Abstand gewinnt. Wie fies ist das denn? Kann ich jetzt schon was darüber katapultieren? Aber für es wahrscheinlich zu lang war. Ist ja nicht mal ansatzweise auf der gleichen Höhe. Ist dir auch schon aufgehört, ne? Was heißt denn das jetzt schon wieder? Nix, das war nur eine Feststellung, dass du was festgestellt hast. Schon. Schon. Frechheit. Ich will mal kurz gucken, was passiert, wenn der einen Block runterfallen ist. Gar nichts, oder? Ja, schade. Ist ja lustig, das hat dann irgendwas so block, block, block. Oh, interessant. Das müsste ja, wenn ich, selbst wenn ich es jetzt hier hätte, würde es ja quasi dahinter fallen, nur. Ja, dann erleucht mich. Ich weiß es gerade selber nicht. So, okay. Ich soll... Aber eigentlich, also das hier muss blau sein. Ja. Machen wir nochmal so, wie es gerade gemacht hattest. Also, nein, am Anfang. Um zu gucken, wie er jetzt, warum er jetzt genau nicht fällt. Also, warte mal. Warum genau das jetzt nicht geklappt hat. So, wenn ich den. Achso, ich weiß warum. Natürlich, du bist ja auch lustig. Du hast es ja auch falsch gemacht. Also, ja, fahr den mal nach links. Alles gut, einfach dahin links fahren jetzt. So, was sollst du jetzt machen? Was war das für ein Hinweis gerade? Bevor du den Raum betreten hast oder als du den Raum betreten hast? Würfel löschen. Du sollst den Würfel löschen. Du sollst nicht runterfahren. Nicht einklappen. Würfel löschen. Mit mittlerer Maustaste vergiss ja, das. Ja, ich hab die Taste schon wieder vergessen. Na gut, dann kommst du mich hin. Ja, also. Na. Deswegen war ich hier. Du hast das ja eigentlich alles richtig gemacht. Müssen wir aufhören? Ja, nee, du hast... eingezogen, nicht gelöscht. Ja. Ansonsten war die Idee richtig. Ja. Oh Mann, ey. Hier ist da hoch. Ja, komm ich. Den hier raus rüber. Katapult. Ja. Ach nee, warte, ich muss jetzt mal einen Würfel holen. Komm her. Komm. Alter! Spring bloß nicht. Guck mal, man kann übrigens mit dem Knopf hier Würfel löschen. Ich wollte es nur gesagt haben, vergiss es nicht. Es klingt irgendwie fragend, hier springen. Hm? Hä? Ist das hier unser Sisyphus? Ja. Take me. Take me. My heart beats. But I want it to beat. For you. I want to become one. She said we would become one. Don't leave me on my own. Not without her. Emma. What? What is it? I think it's human or was. Now I don't know what it is. A statue. And it was saying something. No, not saying. A radio transmission of sorts. I don't know, this is messed up. Millie, whatever it was, it just means we need to find the location of that signal as soon as possible, okay? Then we can find a place to rendezvous. Yeah, I understand. I'm sorry, it just...
I'm sorry. It's fine. It's fine. Let's just keep going, okay? Würde ich nicht wollen. Reflektiert es hier hinten? Nee, ist bloß. Ich kann mich ja nicht mehr ducken, sehe ich gerade. Okay, vergiss es. Ist so dunkel hier. Ja. Siehst mich skeptisch. Ich sehe dich gar nicht. So. Ja? Nicht. Okay. Gut. Nutzen wir diesen Moment, um in die nächste Folge zu fahren. Und ich wünsche dir schon mal einen schönen Restabend. Danke, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao, ciao.